Ja, wir sind heute bei dem Unternehmen in Dresden, ein Start-up-Unternehmen, Wandelbots. Vielleicht noch nichts davon gehört, aber eins verspreche ich euch: Dieses Unternehmen wird in den kommenden Jahren richtig von sich reden machen. Bei mir ist jetzt Geschäftsführer Christian Pichnik und Jan Falkenberg von Wandelbots. Gleich die Frage mal an den Geschäftsführer: Wandelbots, wie setzt sich das Wort zusammen? Ja, also im Grunde beschreibt es genau das, was wir machen. Das heißt, wir bauen ein Softwareprodukt, was es technischen Laien oder Nicht-Programmierern ermöglicht, Industrieroboter zu programmieren und dadurch halt schnell in neue Anwendungen zu integrieren. Für den Laien ist es so, ich habe das ja vor uns gerade mal ausprobiert, um nochmal zu erklären. Man schlüpft in eine Jacke, die intelligente Jacke, die vollgestopft ist mit Sensoren. Und so wie man seinen Arm bewegt, genauso bewegt sich dann auch der Roboter. Sowas gab es vorher nicht, oder? Also es ist nicht so, dass der Roboter sich genauso bewegt wie man selbst, weil der Roboter hat natürlich eine ganz andere Anatomie, der hat viel mehr Gelenke. Es ist vielmehr so, dass ich über meine eigene Armbewegung dem Roboter im Grunde vorgebe, was er tun soll. Und in der Software findet dann natürlich noch eine Art Optimierung statt. Das heißt, wir schöpfen das volle Potenzial von den Robotern trotzdem aus. Im Wesentlichen erfassen wir die menschlichen Körperbewegungen und übertragen das live auf den Roboter. Und die Software im Hintergrund lernt dann im Grunde, was der Roboter tun soll und generiert am Ende einen Automatisierungsprozess draus. Die Anwendungsgebiete, Autoindustrie sicherlich? Ja, es ist sicherlich nicht wirklich auf einen bestimmten Industriezweig beschränkt. Also das geht los von Lebensmittelherstellern über Mikroelektronik, sicherlich auch Automobilhersteller, alles Mögliche, überall dort, wo Roboter zum Einsatz kommen können. Jetzt frage ich mich natürlich, wie kommt man auf so eine Idee? Die stammt aber von der Frau, oder? Ja, also die Idee selbst kommt von der Maria, ist eine unserer Gründerinnen, die promoviert im Bereich intelligente Kleidung und wir haben uns sozusagen über die letzten Jahre damit beschäftigt, wie man solche Maschinen wie Roboter einfacher programmieren kann, wie man sozusagen die Geschwindigkeit und die Kosten für die Implementierung oder Softwareentwicklung für solche Maschinen senkt. Ja, und vor 2 Jahren hat man dann die Idee, einfach mal sozusagen beide Technologien zusammenzuschmeißen und mal gucken, wie weit wir kommen. Und das ist jetzt am Ende rausgekommen. Es entwickelt sich weiter. Du hast gesagt, in den nächsten Jahr, vielleicht noch in diesem Jahr, werden 20 neue Mitarbeiter eingestellt. Ich versuche jetzt mal was. Unter 130 IQ ist da nichts bei euch anzufangen, oder? Nein, das stimmt natürlich nicht. Natürlich, wie in jedem Unternehmen, braucht man ganz unterschiedliche Qualitäten. Und im Wesentlichen ist die Art und Weise, wie wir Software entwickeln, gar nicht so großartig unterschiedlich von der Art und Weise, wie in anderen Unternehmen Software entwickelt wird. Das heißt, die Leute, die hier programmieren wollen, müssen im Wesentlichen ja ganz offenen, open-minded sozusagen sein. Die müssen viel Engagement mitbringen und alles andere kriegt man quasi über die Zeit hin. Bei mir ist jetzt auch der Jan Falkberg. Ja, Bist hallo. auch Mitarbeiter im Unternehmen hier. Eine Frage, die muss ich stellen, mir ist mir gleich am Anfang aufgefallen. Big Bang Theory, so ein bisschen wie Sheldon. Man hat mir gesagt, du hast Humor. Ja, also wie Sheldon würde ich jetzt nicht sagen. Er behauptet ja immer, er sei sehr intelligent. Ich würde eher sagen, ich bin so eher der Arbeitertyp. Aber also ja, in einer gewissen Weise kennen wir uns ja alle über die Universität und haben da uns auch alle lieben und schätzen gelernt und sind da durch dick und dünn gegangen. Und es hat sich einfach bei uns ergeben, dass jeder so seine Ecke gefunden hat, um ein Produkt zu entwickeln, wo er besonders gut ist. Und wir ergänzen uns sehr, sehr gut. Und das hat uns eigentlich in den letzten 2 Jahren immer vorangebracht, dass jeder einen Teil gefunden hat, wo er gesagt hat, das kann ich gut oder das möchte ich gern lernen. Und das ist eher so die große Stärke von uns. Also jetzt nicht unbedingt, dass wir alle ein IQ von 130 haben. Aber es ist ja unglaublich. Also 2016 habt ihr, glaube ich, die Firma gegründet. Jetzt schreiben wir 17. Also ja, unglaublich. Jetzt schreiben wir Januar und ich habe gehört, ihr seid nächste Woche auf einer großen Messe in China. Also es geht ja steil nach oben, oder? Wo soll das mal hinführen? Also wir wollen natürlich, also wir planen natürlich langfristig gesehen, dass wir hier hoffentlich ein großes Unternehmen vor allen Dingen in Sachsen werden, denn wir sind hier relativ gut vernetzt und denken auch, dass Sachsen sehr viel Potenzial hat, und die Unternehmen hier auch sehr viel Potenzial haben, solche neuen Innovationen hier auszuprobieren. Und wir hoffen eigentlich, dass wir sehr, sehr schnell wachsen können und diesen ganzen, ich sag mal, Unterstützung von Startup und Startup-Boom auch sehr gut nutzen können, denn wir haben schon mitbekommen, dass unsere
nicht nur unsere Idee, sondern auch unser Produkt sehr gefragt sein wird. Und von dem Feedback, was wir von unseren, sagen wir mal, Testern und Kunden bekommen, merkt man auch, dass nicht nur das Interesse da ist, sondern auch der Bedarf und dass man daraus langfristig, denke ich mal, auch ein großes Unternehmen schaffen kann. Eure Idee spart ja auch unheimlich viel Geld für die anderen Firmen. Ich habe gelesen, Infineon, ne, die sparen Geld, die Arbeit geht schneller. Thema Geld, seid ihr schon Millionäre? Also wir sind noch keine Millionäre. Klassisch, wie das bei einem Startup am Anfang ist, da wird erstmal viel gearbeitet und man schaut dann mal in ein, zwei Jahren, wie viel dabei rauskommt. Super. Dann bedanke ich mich bei euch beiden. Ihr habt jetzt nicht so viel Zeit. Es muss noch ein bisschen ein paar Vorbereitungen getroffen werden. Nochmal genau, wo geht's hin in China? Guangzhou und Shanghai. Da ist eine große Industriemesse und da hofft ihr auf neue potenzielle... Ja, sicherlich ist der asiatische Markt auch für uns wahnsinnig interessant. Ich meine, China, was dort in den letzten 25 Jahren passiert ist, es gibt viele große Konzerne und auch dort ist sozusagen das Thema Automatisierung ein Riesenthema. Die haben trotz sozusagen viel, viel geringerer Lohnkosten ähnliche Probleme wie die Unternehmen hier. Und ja, da hoffen wir einfach, mit weiteren Kunden in Kontakt zu kommen und die bisherigen Beziehungen auszubauen. Dann euch viel Erfolg und vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke.